Worum geht's denn, Herr Hauptwachtmeister? Sie waren Dienstagnachmittag in der Friedrichstraße? Ach, darauf wollt ihr raus. Ja, mein, wir waren zu dritt. Um 20 vor 4 sind wir weg und da war der Hausel bumpelgesund. Sie haben also um 15.40 Uhr zu dritt das Haus verlassen, richtig? Genau. Und danach sind Sie wieder in die Firma gefahren? Genau. Wollen Sie auch noch wissen, was ich gegessen und getrunken habe? Der Rudi ist sauber. Da fällt Sie nix. Jetzt schleicht's halt, wir haben ihn auch verarbeitet. Ja, am besten, Sie kommen heute nach Dienstschluss zu uns ins Präsidium, damit wir das alles protokollieren können. Ich würde sagen, so um 17 Uhr, ja? Hey! Hey! Na, Herr Hofhäuser, wo wollen wir denn so schnell hin, ne? Was wollen Sie von mir? Verdammt! Denken Sie nicht mal dran. Ihr könnt mir gar nichts. Ich habe in dem Keller nur meinen Job erledigt. Wir haben den Boiler ausgetauscht. Verstehen Sie? Warmes Wasser. Das ist mein Job. Verarschen Sie uns nicht. Es geht hier um Mord. Nix da. Damit habe ich nichts zu tun. Das könnt ihr mir nicht anhängen. Wir haben die Mordwaffe mit Ihren Fingerabdrücken. Moment, Moment. Ich gebe es ja zu. Ich habe die Zange im Keller vergessen. Aber das ist alles. Sie sind nach der Arbeit gar nicht zurück zur Firma Ihres Bruders. Und was das Gift in der Wasserleitung angeht, da sind Sie ja Experte. Ja. Dafür habe ich auch meine Zeit abgesessen. Mal wieder Spielschulden gemacht, Herr Aufhäuser. Ich hab... Sie haben was? Sie haben kein Alibi, so sieht's aus. Ich kann das erklären. Ich war bei Schellingbett. Im Wettbüro? Ich hätte gleich sagen sollen. Aber wenn das mein Bewährungshelfer Spitz kriegt, dann lande ich wieder in Stadelheim. Ja, Herrgott, ich bin doch kein Mörder!